Migrationspolitik. Noch keine Einigung auf Krisenverordnung. "70.000 Armenier aus Bergkarabach geflohen. Regierung löst sich auf." NATO-Generalsekretär Stoltenberg betont in Kiew, die Ukraine ist heute näher an der NATO als je zuvor. Die EU-Länder stehen kurz vor einer Einigung über die Bewältigung des plötzlichen Massenzuzugs von Migranten in Europa. Die sogenannte Krisenverordnung, die es den Mitgliedstaaten ermöglicht, Menschen, die internationalen Schutz benötigen, schnell aufzunehmen, verlängert aber auch die Fristen für die schnelle Bearbeitung von Asylanträgen. Nicht alle Länder sind mit an Bord und während der Verhandlungen gerieten Italien und Deutschland wegen eines Verweises auf Rettungsschiffe aneinander. Der spanische Ratsvorsitz ist dennoch sehr zuversichtlich. Son cuestiones de matiz que muchas veces tardan un poquito más de cerrarse y de conseguir ese acuerdo, pero es una cuestión de los 27 y los 27 estoy convencido que en breve, en los próximos días, podremos llegar a ese acuerdo total. Dies ist das letzte fehlende Stück, das zwischen den Mitgliedstaaten des Migrationspakts, der von der EU-Kommission für 2020 vorgeschlagenen Reform der Migrationspolitik, vereinbart werden muss. Die EU-Länder haben sich bereits auf Maßnahmen zur Änderung des Asylsystems geeinigt, um den Druck auf Mitgliedstaaten an der Grenze wie Italien oder Griechenland zu verringern. Nach dieser letzten Einigung muss der Rat den gesamten Pakt mit dem Europäischen Parlament verhandeln, dessen Positionen in vielen Punkten auseinandergehen. So halten die Mitgliedstaaten beispielsweise eine obligatorische Umsiedlung zwischen den Mitgliedstaaten nicht für eine Lösung in Krisensituationen. Das Parlament sieht das anders. Yes, I know that there's reluctance, that there's resistance. But yes, the pro-European majority in the European Parliament has made it clear in our mandate for negotiation that we want in situations of crisis mandatory relocation programs, which is the European scale of response in a situation as the one which is enduring now Lampedusa. Die EU strebt eine Einigung über das Migrationspaket vor Ende des Jahres an. Dabei haben einzelne Mitgliedstaaten kein Vetorecht, da die Entscheidung mit qualifizierter Mehrheit der EU-Länder getroffen wird. Auf Geheimrouten wie dieser überqueren tausende Menschen die Grenze von Ungarn in die Slowakei. Nach Angaben der örtlichen Behörden kamen in den letzten Monaten fast 20.000 illegale Migranten über die Grenze. Ihre Hoffnung ist, ein offizielles Dokument aus der Slowakei zu erhalten und nach Westeuropa weiterzureisen. Legelső alkalommal segítőkészség mutatkozott egyértelműen a falusiak részéről, tehát étel, ital, ha valami egyéb segítségre volt szükségük, azt szívesen nyújtották, de ahogy növekszik, egyre gyakrabb és egyre nagyobb csoport érkezik, hát az emberek szerintem az aggódnak. Einige schwimmen über den Fluss, der hier die Grenze zwischen Ungarn und der Slowakei bildet. A folyó túlpartján lévő szlovákiai Ipoly hídvég és a magyarországi Drégely-Palánk külterületét összekötő Rozoka gyalogos híd a bevándorlók egyik legfontosabb határátkelési pontja. Azt, hogy itt jártak, jól mutatja egy piros cigarettás doboz cirill felirattal, ami valószínűleg Szerbia óta utazott a gazdájával. In der Slowakei angekommen, wollen die illegalen Migranten schnell in Polizeigewahrsam genommen werden, denn dann bekommen Sie ein Papier, ein Ankunftsdokument. Dem Spitzenkandidaten der Smer-Partei bei den Parlamentswahlen an diesem Samstag, Robert Fico, kommen die vielen Migranten gelegen. Er kann mit seiner Slowakei-First-Politik punkten. Maga a téma az egészen biztosan jól jön Ficónak, mert a liberális, illetve a jobboldali pártok nehezen tudnak ezzel mit kezdeni. Alapjában véve egyébként Szlovákia soha nem volt a bevándorlóknak a célországa, és az, hogy nagy tömegben jelennek meg bevándorlók Szlovákiában, vagy illegális bevándorlók, ez egyértelműen egy új helyzet a hatóságok számára, akik nincsenek erre felkészülve. Schnell weiter, doch wohin? Die wartenden Migranten stiegen hier in den Bus ein. Sie wurden zu einem Sammelplatz gebracht. Mit und filmen
durften wir nicht. Die Regierung der international nicht anerkannten Republik Arzach in Bergkarabach hat nach der Niederlage gegen Aserbaidschan die Auflösung aller ihrer Behörden bis zum Jahresende beschlossen. Die Hälfte der Armenier in Bergkarabach ist nach Armenien geflohen. Bis Donnerstagmittag registrierten die Behörden in Erevan gut 68.400 Zwangsumgesiedelte. Die aserbaidschanischen Behörden haben neue Bilder des ehemaligen Chefs der Regierung in Bergkarabach, Ruban Vardanyan, veröffentlicht, der beim Versuch, die Grenze zu überqueren, festgenommen wurde. Sie beschuldigen ihn, Terrorismus finanziert und eine illegale Armee aufgebaut zu haben. Zu denen, die nach Armenien gebracht werden, gehören auch Menschen, die bei der Explosion eines Treibstoffdepots am Montag verletzt wurden, bei der 68 Menschen ums Leben kamen. Russische Friedenstruppen sagen, dass die letzten Überlebenden ausgeflogen wurden. Der französische Verteidigungsminister Sébastien Lecornu und sein britischer Amtskollege Grant Chaps waren nicht die einzigen namhaften Gäste, die Kiew einen Besuch abstatteten. Auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg war in die ukrainische Hauptstadt gereist. Der Norweger sagte, Russland könne sofort die Waffen niederlegen und den Krieg beenden. Die Ukraine habe diese Möglichkeit nicht, so Stoltenberg. Every meter that Ukrainian forces regains is a meter that Russia loses. And there is a stark contrast. Ukrainians are fighting for their families, their future, their freedom. Moscow is fighting for imperial delusions. Ukraine is now closer to NATO than ever before. Сьогодні це вже розмова де-факто союзників і питання часу, коли Україна де-юре стане членом альянсу. Ми робимо все, щоб наблизити цей час. Stoltenberg sagte, er unterstütze Selenskys 10-pünktigen Plan, mit dem der ukrainische Präsident einen dauerhaften Frieden erreichen will. Ein Frieden um jeden Preis, so Stoltenberg, sei hingegen gar kein Frieden. Die deutsche Bundeswehr setzt künftig auf ein israelisches Waffensystem, um den eigenen Luftraum zu verteidigen. Eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichneten die Verteidigungsminister der beiden Staaten. Das Rüstungsgeschäft im Wert von fast 4 Milliarden Euro ist das umfangreichste in der Geschichte Israels. Es ist ohne Übertreibung ein historischer Tag für unsere beiden Nationen. Wir sind uns einig, das System Arrow wird deutsche Luftverteidigung zukunftsfähig aufstellen. Es ist eines der besten, wenn nicht das beste System, und wir sind sehr froh, dass wir nach wirklich relativ kurzen Verhandlungen heute zu der Unterzeichnung der Absichtserklärung kommen konnten. Es ist nicht das erste Rüstungsgeschäft der beiden Staaten. Deutschland nutzt unter anderem Drohnen israelischer Bauart. Eine Werft in Kiel baut U-Boote für Israel. Steigende Mieten in Portugal überfordern zahlreiche Familien finanziell. In einer Ortschaft südwestlich von Lissabon müssen nicht wenige in Zelten leben, weil das Gehalt nicht für die Miete ausreicht. Und die Hälfte der Bevölkerung verdient gerade mal 1.000 Euro pro Monat. Die Miete für ein einzelnes Zimmer kostet rund 600 Euro. Eine Rechnung, die nicht aufgeht. Sie haben zwei Kinder, wir brauchen Hilfe. Pronto, deren uns, que a gente estava morando em hostéis. Pronto, descobriram isso, por eu pedir ajuda. E disseram que eu tinha 3 semanas para arrumar uma casa, para eu pôr eles na casa, e eu não consegui esse tempo. Então, depois acharam melhor tirar. Até eu resolver minha situação, né? Ter uma casa e tudo.
Pronto, e vejo eles uma vez por semana. Eu pagava 400 euros. Tirava uma média de 800 por mês e pagava 400. Quer dizer, 50% só para o arrendamento. Aí você coloca 40 de passe, 150 de mercado. Então não tem como. Dass sich die Situation bessert, ist nicht abzusehen. Die Mieten werden aller Voraussicht nach mit der Inflation steigen. Wohnungsbaugesellschaften und Organisationen, die Geringverdiener unterstützen, fordern die Regierung auf, schnell einzugreifen. Nur drei Wochen nach Sturm Daniel meldet die griechische Stadt Volos am Pagasitischen Golf erneut Land unter. Das Tief Elias führte ergiebige Niederschläge mit sich, die Überschwemmungen auslösten. 4000 Menschen in insgesamt 12 Ortschaften mussten in Sicherheit gebracht werden. Die Regierung will 2 Milliarden Euro aufbringen, um die Schäden zu beseitigen und den Wiederaufbau zu leisten. Denn nicht nur die Überschwemmungen, sondern zuvor in den Sommermonaten auch heftige Waldbrände haben dem Land erheblich zugesetzt.